Moin moin Leute, zu einem neuen Video von eurer Uhr für euch. So, ich habe mir dieses, ich soll mal sagen, fünften Teil von Uncharted ohne Craig mit den beiden Frauen hier. Was es nur auf PlayStation gibt, steht hier, hat fast durch. Es unterscheidet sich also von anderen Uncharted Teilen über, also eigentlich gar nicht, nicht viel. Dass die Story vielleicht anders und die Umgebungen sind anders, das ist schon so. Aber ob ich jetzt den Charakter spiele aus den anderen Uncharted Teilen oder aus diesen Teil mit Frauen. Von der Steuerung, vom Spielprinzip und was sie könnt, jetzt genau dasselbe. Also ist eigentlich nur den Charakter ausgetauscht. Der Rest ist alles gleich. Sie haben einfach nur das Rechnermodell ausgetauscht, also im Grunde genommen. Das habe ich mir geholt, habe ich fast durch. Nur an der einen Stelle, wo ich gerade ein bisschen bin, wo ich ganz mit dem Auto fahren muss. Da verfahre ich mich ab und zu, fahre ich mal mit dem Kreis, aber vielleicht bin ich auch so schusselig dafür. Aber das Spiel, gute Grafik, gefällt mir. Und seit 16 Jahren. Stehen drauf, ich stehe mal mindestens 50 GB. Mir ist mal aufgefallen, dass hinten immer irgendwas drauf steht, wie viel so ein PlayStation-Spiel braucht. Aber die meisten PlayStation-Spiele, die meisten, ja, es ist immer so, dass sieh mal, weniger Punkte als draufsteht. Das hat 1080p. Ein Spieler. So. Ihr könnt euch nochmal die Bilder hinten angucken. Also, mir bringt das Spiel Spaß. Nur ich werde jetzt nicht alle Schätze suchen, da es gibt immer so versteckte Schätze, die man einsammeln kann, die optional sind, die man nicht unbedingt einsammeln muss für die Geschichte. Und diese Dinger sind meistens bei mir, ich lasse sie immer, ich sammle sie nicht immer ein, die alle ein. Weil die alles zu finden, habe ich keine Lust, jetzt die gegen 100% durchsuchen. Aber das Spiel ist, mir gefällt's. Das war, wollte jetzt zeigen, was ich mir gekauft habe. Uncharted. Sehr, sehr gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Und das heißt nur noch, haut rein, bis denne und auf Wiedersehen.